Ich habe dummerweise vergessen, mein Intro zu drehen. Darum zeige ich euch einfach unseren Ausblick. Und das war jetzt mein Intro. Los geht's mit dem Video. Okay, Leute. Die Bibi bringt gerade den Gino ins Bett. Zu dir, Tatjana. Ach ja, Achtung, ich habe was vor. Ich habe seit ungefähr 3-4 Monaten trage ich in meinem Reiserucksack Tattoos mit, so Aufklebetattoos. Und dachte mir, irgendwann mal prank ich die Bibi. Ich habe einfach das Gefühl, warte halt mal, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich werde jetzt, oder der Rayfield wird uns irgendwo, müssen wir gleich gucken, wohin, Tattoos hinmachen. Was, müssen wir noch überlegen, was ich mir irgendwo hinschreibe. Und dann gehe ich mit dem Rayfield raus und dann versuche ich die Bibi zu verarschen und so zu tun, als hätte ich mir ein Tattoo gestochen. Du hast schon erzählt, dass wir die ganze Nacht feiern waren, ne? Das kam so voll als Story, als Weichstory drin. Das muss ja irgendwo. Nein, das hätte ich doch schon gesagt. Ich muss gleich sagen, dass wir gehen gleich irgendwie nochmal alibimäßig raus. Achso, okay. Alles klar. Und dann, wenn wir wiederkommen, zeige ich dir, wie wir das. Ich sage einfach, wir müssen für dein Video irgendwas besorgen. Dann müssen wir mal Batterien mal schon für dein. Ja. Ja, das war eine gute Idee gesagt, ich brauche noch Batterien für mein Video. So, und ich habe jetzt hier ganz viele Tattoos. Okay, einen Schmetterling werde ich mir nicht tätowieren. Ich habe überlegt, mir vielleicht Leo zu tätowieren, weil das so das Realistischste wäre. Haben wir da alle Buchstaben für? Ich hoffe doch. L. Aber ich weiß auch noch nicht, wohin. Boah, ich bin wirklich, hier, schon mal auf die Faust, finde ich auch lustig. Nein, ich muss natürlich auch realistisch bleiben, ne? Die Bibi weiß, dass ich eigentlich so gar kein Tattoo-Freund bin. Auge. Aber wo sollen wir erstmal gucken? Also nehmen wir Leo, ne? Axel? Nein, ich krieg mir nicht so. Sollen wir das hier so an den Hals? An den Hals? Nein, das sind Henna-Tattoos. Ich dachte, die bleiben doch dann einen Monat oder so. Hier, das ist ganz fett Buchstaben. Die sind geil, die sind kleine Batterien. Ich bin wirklich gerade aufgeregt. Du kannst ja auch so QR-Codes kannst du sehen. Weil es ist halt eigentlich echt süß. So Barcodes. Ne? Das ist echt süß. Und also entweder checkt sie sofort, dass es fake ist, aber wenn sie denkt, dass es echt, sagt sie dann sofort so, wie kannst du nur, weil das geht ja nicht. Und da steht der Leo, das ist ja schon. Okay, also hier haben wir auf jeden Fall Buchstaben, die wir brauchen. Die sind zu groß. Ich würde, das geht schon mal gar nicht. Die sind alles zu fett, ich würde so ein bisschen minimalistisch. Nee, ja genau, nehme ich auf jeden. Aber die Bibi weiß, dass mir sowas nicht gefallen würde. Ja, komm. Wie geht das denn überhaupt? Also, du musst das jetzt. Wie lange hält das? Ja, scheiße. Hast du eine Schere? Wir müssen das ja ausschneiden. Leider nein. Ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen. Auf der einen Seite glaube ich, dass sie mich so gut kennt, dass sie weiß, dass mir diese Schrift nicht gefällt. Aber auf der anderen Seite, das kommt halt dann so plötzlich, wenn ich dann stolz vor ihr stehe und sage, ich habe mir den Namen unseres Sohnes tätowieren lassen. Also wenn bei mir in meinem Kopf ein Tattoo, dann glaube ich so für mein Kind. Wieso schneidest du das F aus? Oh, ich kenne jemanden, der hat sich ein Tattoo stechen lassen. Und die Person hat sich verschrieben. Nein. Hm? Einmal das L. Ich finde das geil. Ich will mir wirklich... Auch mit dem Messer in deinem Gesicht. Zum Glück heißt mein Kind nicht... Nikolas Augenwaffe in der Gans. Nikolas Aaron Raphael Neugert. Raphael ist eigentlich mein dritter Name. Krass, das ist so langweilig, dass ich es einfach rausschmeißen werde. Das verletzt mich aber ein bisschen. Ey, das kann am Ende wirklich geil aussehen. Wo ist die Anleitung? Ah ja. Nein, ich habe die Anleitung zerschnitten. Ja, keine Ahnung, irgendwie abziehen, drauf. Oder soll ich es mir hier auf den Arm machen? Das ist, glaube ich, noch realistischer, oder? Ja, realistischer auf jeden Komm, Fall. Komm, gehen wir aufs Ganze. Mach mal hier. Move-Clip oder generell. Nicht nass machen vorher. Doch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Warte, ich muss, glaube ich, die Folie erstmal aufmachen. Ich glaube, ich sollte meinen Jobsucher noch mal nehmen. Was soll ich denn sagen? Ich stehe halt über iranischen Toiletten und lasse ich mit dir Tattoo. Alter! Ultra geil! Ich sehe nichts. Das kann einfach nur als L. Das kann man... Schaut mal, Leute, wie geil sieht das aus, Mann. Ich will auch gucken. Hast du es jetzt auch? Ja, ich bin. Boah! Schack wie Sam. Kann man das sehen? Hä, es ist null krumm. Ist doch geil. Mhm. Uff. Mega geil. Ich filme jetzt mal von der. Wie geil ist das denn, ey? Also, Tattoo sitzt. Wir werden jetzt uns irgendwie rausschleichen. Eigentlich muss ich mir irgendwas von Hals halten, weil wir sie jetzt fragen. Haben wir einen Schal oder so? Ja, genau. Ich gehe bei 30 Grad mit dem Schal raus. Super unauffällig. Gute Idee, Raphael. Sehr gerne. Wir gehen einfach ganz schnell jetzt raus. Und dann, nein, wo sind meine Schuhe? Wo sind meine Schuhe? Das ist mir völlig egal, wo deine Schuhe sind. So, wir sind draußen. Yes.
Und, ich glaube, es wird so lustig, ey, die Reaktion. Du hast noch gar kein Tattoo, oder? Nee. Die Bibi hat das hast schon. Hast du ein Tattoo? Nee, aber ich will mir eins machen lassen. Echt? Aber die Bibi, die hat ja schon Tattoos. Das heißt, die kann da jetzt nicht komplett ausrasten und sagen, so was machst nein, du? Nein, aber die glaubt mir einfach nicht, dass ich mir das einfach so machen lasse, ohne sie zu fragen. Aber ja, auf der anderen Seite. Ja, aber wenn es eine Überraschung ist mit dem Namen Liu, ist es ja voll süß eigentlich. Ja. Ist vielleicht nicht die optimalste Stelle, sage ich mal. Übrigens, ich habe leider keine Schuhe. Die lagen nämlich jetzt im Zimmer, wo der Leo gepennt hat. Darum habe ich mir jetzt diese Hotelschlappen genommen. Lass einfach unten ins Café setzen, kurz was trinken und dann hier ja. Okay, wir haben uns gerade überlegt, dass der Raphael filmen wird, weil wenn ich mit die Kamera drauf halte, denke ich, dass sie eher denken wird, dass es ein Prank ist. Darum wird der Raphael versuchen, so ein Medium Undercover mitzufilmen. Stimmt's? Hörst du mir zu? Was? Perfekt. Bin ziemlich gespannt, ehrlich gesagt. Nicht klingeln, sonst macht der Leo auf. Hält ihr was auf? Was ist das? Ich bin voll aufgeregt. Ich habe mir überlegt, dass du dir ja auch mit deiner Schwester so ein Partner-Tattoo gemacht hast. Hast du Tränen in den Augen? Ich glaube, so ein Scheiß. Das ist wirklich echt. Nein, niemand. Wir haben es gerade stechen lassen. Ja, ich bin Zeuge. Bitte sag mir, dass du schön findest. Ich habe wirklich das so lange schon im Kopf gehabt, dass ich mir ein Tattoo stechen lassen will mit Leo. Nein, du würdest ja niemals in deinem Leben auf deinem Hals ein Tattoo doch machen. Sieht es schön aus? Gefällt's dir? Wo wart ihr zwei denn jetzt? Wir waren hier. Hast du nicht mitbekommen? Wir waren voll lang weg gerade. Verarscht mich doch. Nein! Bitte sag, dass du schön nein, findest. Nein, das ist überhaupt kein Tattoo. Es ist nein! Tattoo. Doch nein, hör auf, das tut noch weh, das ist empfindlich. Das ist kein. Julia, wenn ein Tattoo frisch gestochen ist, dann ist das rot oder so. Zeig mal. Hör auf, es tut wirklich weh. Du bist so ein schlechter Lügner. Sag mir bitte, was du schön findest. Also, wenn es echt wäre, fände ich es nicht so schön. Echt jetzt? Ja. Okay, ich sag dir die Wahrheit. Es ist mit so einem Klebeding drauf gemacht und wir wollen jetzt runtergehen. Und ich habe gesagt, ich will es einmal dir vorher zeigen und dann werden die das nachstechen. Nein. Doch. Wo ist denn hier ein Tattoo-Studio 2? Hä? Das sind 200 Meter direkt um die Ecke. Nicht im Hotel. Ah, okay. Du bist wirklich, also guck mal, ich sage jetzt mal was. Der Julian ist der schlechteste Lügner auf der Welt. Warum? Ich sehe es in jeder Pore seines Körpers, wenn er lügt. Du würdest ja niemals auf deinen Hals ein Tattoo stechen, vor allem nicht Leo. Was ja, vielleicht ein L oder so. Ich hab gesagt, ja, wir wollten erst ein L. Ich stand hier ein L und es sah so cool aus. Ja, okay, jetzt haben wir es gerade aufgelöst, ne? Ja. Jetzt kommen wir, also. Ach, Julian, hast du könntest mich verarschen. Hast du so ein bisschen geglaubt? Also, ich muss sagen, ich hatte. Ich dachte erst, du heulst, weil es sah so aus, wahrscheinlich hast du einfach gegähnt oder gekackt ja, oder so. Ja, genau, ich war gerade am Kacken, deswegen kam ich. Ich nee, also, ich muss schon sagen, das habt ihr gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich hab das gemacht. Also ich hab wirklich... Lass das, ich möchte das behalten. Ich hab bestimmt eine Sekunde gezweifelt. Es ist aber Henna und bleibt 2 Wochen. Nein. Doch, und was sagen Sie zu dem aktuellen Versuch, an ein Tattoo zu stechen? Das war eine ganz dumme Frage. Ne? Okay, neuer Versuch, wie fühlen Sie sich gerade? Ich finde Tattoos mega cool. Und ich fände es auch überhaupt nicht schlimm. Henna. Die Henna. Davon habe ich übrigens 4 Pakete. 5 Days. Ja. Okay. Och, Juli. Ja, ich würde dann an dieser Stelle mal das Video beenden. Also, guck mal. Ich weißt du was, sie tut jetzt so cool, aber ich glaube, sie hat schon ein bisschen gezweifelt, ne? Das hat man schon gesehen, ne? Aber ich finde es cool. Wirklich, aber als ich eben runtergegangen in der Lobby saß, dachte ich so, wow, bist du cool. Aber wir haben schon so oft über Tattoos gesprochen, weil ich nämlich auch immer sage, dass ich Tattoos mega cool finde, weil ich habe ja auch selbst 2 kleine Tattoos und er sagt immer, nee, ich würde mich das niemals trauen und dann so einen ganzen Namen, also klar, das Kind ist dein Kind und bleibt dein Kind, aber scheiße, stell dir vor, ich kriegst Namen, so 5 Kinder, so. Ja, das ist halt dann, sind die anderen dann neidisch, ne? Ja, das du echt auch machen. Du bist halt der Erstgeborene, Pech. Boah, wie so ein Thronfolger. Gut,
dann würde ich sagen, werde ich das Foto auf jeden Fall sämtlichen Familienmitgliedern schicken. Vielleicht wird es irgendwer anders ja glauben. Was musst du deinem Vater mal schicken? Raphael, so darf ich dir einen Schmetterling abgeben? Sehr, sehr gerne. Bitte. Nein, bitte. Das bleibt 5 Tage, Junge. Okay. Ich habe auf jedem Instagram-Bild in Dubai diese Schmetterlinge auf dem Kopf. 5 Euro, wenn ich dir hier einen Schmetterling tätowieren darf. 5,50 €. Ja. Nein. Und hier übrigens, Bibi hat ein neues Video gedreht, da reden wir über Immobilien, haben eine Roomtour gedreht. Sehr spannend. Erster Link in der Informationsbox. Und der zweite Link in der Informationsbox, das ist der Raphael. Wir werden gleich hier mit Ferraris durch die Wohnung fahren. Ich werde mit ihm eine Wette eingehen. Also. Ach ja. Gut. Was? Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.